ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute etwas für Soy-Luna-Fans. Ich glaube, einige von euch sind Soy-Luna-Fans, das habe ich schon oft in den Kommentaren gelesen. Und einige haben sich auch gewünscht, dass wir mal was von Soy-Luna vorstellen. Und ich habe heute etwas ziemlich Cooles, und zwar ein 2-in-1 Mikrofon und Alarmglock. Also ein Wecker und ein Mikrofon in einem. I love to sing steht hier noch. Und ich schau mal weiter. Superstar-Mikrofon. Ein Mikrofon für Superstars. Dann ein digitaler Wecker. Und es ist ganz einfach zu benutzen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Ah, und Snooze. Also wenn man drauf drückt, kann man, glaube ich, noch ein bisschen länger schlafen. Mit einer Snooze-Taste. Das ist bestimmt die mit diesem ZZZ drauf, mit dieser Wolke. Sieht aus wie ein Mikrofon und ich werde es jetzt einfach mal auspacken. Ist übrigens für Kinder ab 3 Jahren geeignet und wir schauen mal. Und zwar ist das Ganze, wurde designt von Worlds Apart. Also ein Wecker, eigentlich habe ich ja nicht so gerne Wecker, weil das heißt immer, man muss aufstehen, wenn man eigentlich noch viel zu müde ist. Aber ich glaube, so ein Wecker kann auf jeden Fall viel Spaß machen. Hier ist er nochmal festgebunden. Ich glaube, ich packe den erstmal richtig gut aus. So, ich habe das ausgepackt und ich habe hier unten schon 3 kleine Batterien eingesetzt. Also 3x AAA. Und es ist auch direkt eine Uhrzeit zu sehen, ganz automatisch. Da stand gerade 12 Uhr und es ist schon umgeschlagen auf 12.01 Uhr. Die Uhr muss ich natürlich jetzt noch richtig einstellen. Hier ist wahrscheinlich der Knopf für die Einstellung. Das ist der Snooze-Knopf. Und hier, ich werde es einfach alles mir nochmal durchlesen. Und natürlich müssen wir gleich noch das Mikrofon ausprobieren. So, ich habe mir das mal durchgelesen. Also man kann hier drauf drücken. Dann blinken die Stunden und dann kann man mit dieser Taste die richtige Uhrzeit einstellen. Wenn man dann wieder hier drauf drückt, dann blinken die Minuten. Die kann man dann auch noch einstellen. Und wenn man dann nochmal drauf drückt, ist die Uhrzeit eingestellt. Dann gibt es hier diesen Knopf und das ist der Optionsknopf. Da kann man zum Beispiel auswählen, ob man einen Alarm einstellen möchte. Jetzt im Moment ist, glaube ich, ein Alarm auf 12 Uhr gestellt. So, auch das habe ich jetzt rausgefunden. Also wenn ich hier drauf drücke, dann steht da Alarm und mit der Uhr muss ich das dann auswählen und dann blinkt hier oben auf einmal eine kleine Glocke. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Uhr klicke, dann ist jetzt hier die Stunde, dann kann ich mir jetzt eine... jetzt habe ich mich hier irgendwie verklickt. Also nochmal, Alarm auswählen, nochmal drücken, dann ist da die Stunde und mit diesem Knopf hier kann ich dann die richtige Stunde einstellen, wann ich geweckt werden möchte. Dann nochmal hier und dann die Minuten. Ich lasse mich mal um 7.10 Uhr wecken. Genau, dann wieder auf die Uhr und nochmal auf die Uhr, damit dann die Alarmglocke blinkt. Ich glaube, wenn ich dann jetzt hier wieder... Na, ich glaube, ich muss noch ein bisschen rumprobieren. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall erstmal das Mikrofon ausprobieren. Man sieht nämlich, hier ist eine Box. Hier oben, das sieht wirklich aus wie ein richtiges Mikrofon. Hier noch richtig schön weich. Und da sind ganz viele Bilder. Zum Beispiel Soy-Luna, die Luna. Und noch verschiedene andere Bilder. Zum Beispiel ein Rollschuh, ein Helm. Hier stehen noch so ein paar Sprüche drauf. Sieht ein bisschen aus, als wenn das so Sticker, die drauf geklebt sind. Das Ganze kann relativ fest stehen. Also wie ein Wecker. Und wenn ich das Ganze hochnehme, ist das ganz handlich für die Hand. Und jetzt drücke ich endlich mal auf den Mikrofonknopf. Hallo, Test, Test. Hallo, hallo, hallo. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat gerade. Also ich habe jetzt noch ein bisschen rumprobiert. Viel lauter wird das nicht. Also wenn man hier drauf drückt und dann reinspricht, ist es etwas lauter. Ich zeige euch nochmal den Unterschied. Also so spreche ich ganz normal. Und jetzt spreche ich mit dem Mikrofon. Ah, doch. Das war jetzt doch relativ laut, weil ich sehr nah reingesprochen habe. Ist auf jeden Fall ganz schön zum Spielen. Und ich finde es eben ganz cool, dass es dann eine
Uhr ist, gleichzeitig ein Wecker und gleichzeitig ein Mikrofon. Sieht natürlich ein bisschen cooler aus, wenn das am Bett steht und nicht so ein blöder Wecker. Ja, finde ich auf jeden Fall super gut für Soyluna-Fans geeignet. Die Einstellung, da muss man sich noch ein bisschen reinfinden. Ihr habt gesehen, ich habe da auch noch ein bisschen Schwierigkeiten mit. Wer gerne singt, kann da auf jeden Fall ein bisschen ins Mikrofon reinsingen. Ja, von mir gibt es einen Daumen nach oben. Was sagt ihr dazu? Hat euch mein Video gefallen? Wenn ja, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Sonst schaut natürlich unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Klickt auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!